sie sein. Aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich her? Au! Du mieser, verdammter Vogel! Ich hoffe, du stirbst aus. Okay, den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Alles klar, Moment. Und ich hoffe, jetzt kommt kein Vogel. Oh, warte mal, kann ich noch weiter nach unten? Okay. Ich brauche unbedingt Luft. Es muss hier doch irgendwo noch ein bisschen Luft geben. Toll, ich erstecke. Sauerstoff, Sauerstoff. Habe ich Sauerstoff gefunden? Hier drüben ist Sauerstoff. Gott sei Dank, die Rettung. Hier muss es doch noch mehr geben. Jetzt lass mich nicht hängen. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Wolf? Moment, wo zur Hölle muss ich denn hin? Ich bin auf jeden Fall hier richtig. Laut Anzeige. Moment, hier rum. Alles klar, das ist der richtige Weg. Ah, Moment. Oh! Okay, da drüben ist ein Wolf. Ach, die jagen gar nicht mich. Die jagen den Wolf. Aber jetzt jagen sie mich. Und ich muss sie so oder so töten, denn ich brauche Sauerstoff. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, die Waffe hier ist mies. So. Sauerstoff wieder voll. Und jetzt nix wie weg hier. So weit, so gut. Na, eine Bazooka? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ignorieren wir. Ich hatte keine andere Wahl. Er war mir im Weg. Okay, okay, okay. Ich bin so gut wie raus. Yes! Yes, Kumpel! Bring mich zurück! Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hierein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business, AJ.
ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokaferne. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Dö, sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, EJ. Nun dö, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Okay, jetzt wissen wir, warum der Typ so verrückt ist. Nämlich eine Kugel in seinen Schädel. Kann man verstehen. Wäre ich wahrscheinlich genauso drauf. Was bist denn du hier? Yes! Richtig cool. Ich habe meine Flügel wiedergefunden. Und irgendeine sehr, sehr merkwürdige Pflanze. Es sah aus wie ein Spinnennest. Und was bist du? Alles klar, wir haben eine neue Mission, eine neue wichtige Mission. Und zwar müssen wir erstmal hier ein bisschen leveln. Ich kann bestimmt, obwohl ein Punkt, kann man sich mal wieder schenken. Was können wir hier Schönes machen? Mehr Munition. Mehr Munition ist eine gute Idee. Die Beutetasche. Schweinehaut. 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 Die Haut eines Schweins. Ich brauche Schweinehaut. Wo bekomme ich die? Wo bekomme ich Schweinehaut? Und wo ist die nächste Mission? Wir sollten auch hier unbedingt noch ein paar von diesen Außenposten erledigen. Dann machen wir hier mal die Schnellreise. Ja, hierhin. Weil, hier habe ich natürlich meinen Waffenschrank. Nichts Neues. Ist ja mal was Neues. Okay, die Sachen hier können wir verticken. So, schnell weg damit. Und dann nehme ich mir hier den Bogen mit. Und natürlich hier ein bisschen Heilung. Mann, die Spritzen sind doch wirklich schweineteuer. Dann, wo ist mein Bogen? Wo ist mein wunderschöner Bogen? Hier. Kann ich leider nichts Neues holen? Es geht nicht. Mann, ich brauche eine bessere Seitenwaffe. Okay, schauen wir mal, was kann ich mir hier Schönes, Einzigartiges holen? Yo! Warum nicht? Warum nicht? Moment, die klatschen wir hier oben rein. Und dann, wie gesagt, Schweinehaut. Aber erstmal den Außenposten, den holen wir uns ganz schnell. Weil der hier schön in der Nähe ist. Und mit der neuen Knarre hier sollte das eigentlich kein Problem sein. Der ist hier oben. Haben wir noch andere hier in der Nähe? Vielleicht einer, der ein bisschen schneller ist. Nee, es muss der hier sein. Gut, dann machen wir jetzt ganz schnell noch den hier. So, dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Schnellreise. Und dann bin ich auch mobiler unterwegs. Let's go. Radio. Und Schweinehaut. Denk an die Schweinehaut. Boah, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte, warte. Das nehme ich alles mit. Ich meine, wenn die so nett sind und das hier alles überfahren. Klar, da bediene ich mich.
Ah, hier, guck mal, was haben wir hier Schönes? Rothund. Immer schön her damit. Immer schön rein in meinen Sack. Das ist ein Hilferuf. Die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Bitte melden. Ich habe keine Zeit. Aber müssen wir das machen? Welche wird denn angegriffen? Wo denn? Das kriegen die hin. Ihr macht das. Ich glaube an euch. Irgendwas habe ich überfahren. Ihr hört den Sender Flyers Kyrat. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten T-Exporteur Kyrat als Zentrum für Paul de Fleurs Opiumgeschäfte. Ich frag mich, ob irgendeine ausländische Antidrogenbehörde darauf hereinfällt. Ich meine, de Fleur benutzt dieselben Trucks, dieselben Farmen, dieselben Lagerhäuser und überall sind noch dieselben alten Kyrat-Logos drauf. Vielen Dank, Captain Blödarsch. Dabei spielt das hier gar keine Rolle. Ah, ich bin wieder hier im Propagandagebiet. Ich wollte die Sendung hören. Ich höre mir hier so gerne die Sendung an. Gut, Außenposten. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst einfach Bescheid. Wir müssen das Ganze hier stealth machen, wegen Alarm. Aber es sollte nicht so schwer werden. Es ist unser Job, Arjun zu finden. Der Flo während unserer Schicht. Tot. Okay, wir nehmen mal hier die Kamera. Ehrlich gesagt, ich sehe niemanden. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar Fleisch. Oh, hier mal was hin. Vielleicht locke ich irgendwas an, wer weiß. Ich glaube, die sind alle hier in dem Gebäude drin. Okay, wir bleiben hier oben. Jetzt habe ich hier einiges aufgescheucht. Go! Haut sie weg! Ich glaube an euch, Rothunde. Ihr seid in meinem Team. Gewinnerteam. Ich habe kein Fleisch mehr. Schade. Aber da sind noch einige am Leben. Ah, der hier. Verdammt, der Rauch ist im Weg. Boah, ich liebe diesen Bogen. Der ist so scheiße gut. Na, wenn, dann irgendwo da unten. Oder hier im Gebäude. Gut, machen wir mal weiter. Nehmen hier direkt mal die Messer. Habe ich nur noch zwei. Habe ich ja eins irgendwo im Schnee versenkt. Ruhig, ruhig, ruhig. Das war der letzte. Easy. Easy going. Und jede Menge Drogen. So, die Beute, die gehört natürlich mir. Habe ich sauer verdient. Drogen für den Anführer. Und natürlich neue Nebenmissionen, neue Aktivitäten. Na, hier nochmal rüberrennen. Munition mitnehmen. Alles klar, sehr gut. Und hier wieder 3 Punkte. Ich nehme mir... Ich nehme hier das hier mit. Das ist richtig gut, denn man hat es ja gesehen, wie schnell man hier down gehen kann und wie schnell dich die ganzen Tiere hier vergewaltigen. Und umso besser, wenn man sich schneller hochheilen kann.